Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mystery of the Ancients, die drei Wächter. Wir stehen hier auf dieser kleinen Insel, die wir letztes Mal erreicht haben. Und haben den Schlüssel zur Krypta hier bekommen. Klar, weil normales Türen öffnen zu langweilig wäre. Über dieser Krypta liegt eine majestätische Ruhe, wessen letzte Ruhestätte das wohl ist. Anhand von dem Wolf und dieser Wächterstatue und so würde ich wie Olmo sagen, oder? Der hieß doch Olmo, meine ich. Ich weiß es nicht mehr. Na, hatte ich recht oder hatte ich recht? Das muss eine Krypta sein. Hier liegt Olmo bestattet. Ha, 100 Punkte für mich. Ölbild? Tatsächlich. Überraschend. So, den Schlüssel habe ich hier schon direkt. Da kann ich die Truhe aufmachen. Den Hammer kann ich auch schon mal nehmen. Was ist da? Okay. Welche Murmeln? Da ist auch nochmal einer. Da und da. Oh mein Gott. Ach so, wir müssen an die Perlenkette dann dran. Okay. Was habe ich hier alles nochmal? Ich habe doch irgendwo einen Hammer aufgenommen oder so, ne? Ja. Wenn ich damit die Katze kaputt hauen, genau, dann ist da auch eine Murmel drin. Den Kopf hier brauche ich für irgendwas. Da für die Aussparung. Dann haben wir dahinter auch nochmal eine Perle. Brauchen wir noch hier den Schraubenzieher? Brauchen wir keinen? Nee. Wo brauchen wir jetzt einen Schraubenzieher? Ah, da um die. Ach, das ist kein Schraubenzieher, ne? Das fällt mir jetzt das auf, das ist irgendwas anderes. Aale. Ne, die Schere brauche ich dafür, sehe ich ja jetzt schon. Die haben wir ja hier. Jetzt habe ich die denn noch nicht aufgesammelt. Da haben wir noch eine Perle. Eine Perle der Natur. Oh, die grünen Perlen können wir schon da dran machen. Ah, da haben wir noch eine Perle. Kann ich da nochmal drauf drücken? Nein. Wozu brauchen wir das Teil denn? Da hinten? Nein. Da? Bin ich gerade ein wenig überfragt, wo wir das Ding brauchen. Ah, da ist doch was drin. Eine lila Perle. Da steckt auf jeden Fall etwas unter der Steinplatte. Eine blaue Perle. Hier, bitte. Fehlt uns noch eine gelbe. Und eine lilane oder rosane Perle, je nachdem, wie man es sehen will. Ah, hinter dem Blatt. Sah so auffällig aus. Und jetzt die letzte gelbe Perle. Hier in dem Flur, da drunter, nein. Ah, unter dem Blatt hier noch. Sehr schön. Ja, damit, Halskette. Wozu brauchte ich eine Halskette? Brauche ich bestimmt erst noch. Eine Leiter. Was haben wir denn hier? Hier gehört noch so ein seltsamer, dünner Schlüssel hin. Seltsame dünne Schlüssel habe ich nicht. Was haben wir hier? Hier fehlen mehr Kristalle. Damit kann ich ebenfalls nicht dienen. Eine ungewöhnliche Waage. Wahrscheinlich sollte auf beiden Seiten eine solche Figur stehen, aber hier ist keine. Oh, ich habe auch keine. Die Schatulle bekomme ich so nicht auf, ja. Aber
Reliefkachel, eins von zweien. Hier fehlen mehr Kristalle, okay. Gucken wir uns mal Olmo an. Haben wir schon mal einen roten Kristall. Mal sehen, ob ich nicht herausfinde, was dahin gehört. Ein roter Kristall, nee. Ich glaube nicht, dass ich das habe. Römische Zahl. Eins von dreien. Die Wächter haben ein äußerst ungewöhnliches Grab für ihre Gründer gewählt. Ja. Was ist denn hier noch? Geh mal auf die Karte und guck mal, wo ich jetzt was machen soll, kann. Da kann ich was machen. Ich kann hier vorne was machen und da. Ach, ich weiß wieder. Eingang zur Burg. Dann kommen wir hier hoch. Da haben wir das dritte Sternzeichen. Muss wohl die Gitterstäbe entfernen, um die Kachel da rauszuholen. Stock mit Termiten. Nein. Das geht so nicht. Dann gehe ich erstmal zurück und zwar hier hin. Kümmere mich mal um dieses Minispiel hier. Ich denke mal, dass es eins wird. Ja, noch schneller, ey. Okay. Ich hatte erst gedacht, ich muss das in der richtigen Reihenfolge nachmachen. Aber war nicht der Fall. Kann ich denn noch beim Eingang zur Burg machen? Ach, hier gibt's wieder ein Wimmelbild. Neues. So, okay. Violetter Kristall, der ist hier. Habe ich schon gesehen. Apfel ist da. Schachfigur, die war doch hier, genau. Himmelskörper. Fuchs, nee, das ist ein Bär. Da hinten ist ein Fuchs. Greif, müssen wir auch was für machen. Kette, so eine Kette, genau. Lupe haben wir auch hier. Pfeife. So eine zum Rauchen, eine Pfeife oder so eine Trillerpfeife. Das ist ja immer so die Frage hier, ne? Und den Schlüssel für irgendwas? Nö. Da gehört sicher ein Mond hin. Ja, mit dem kann ich nicht dienen. Ja. Rose haben wir hier. Spazierstock haben wir dort. Tambourin. Ach, das ist das Teil hier, ne? Ja. Jetzt brauchen wir noch einen Himmelskörper und einen Greif. Ach, da ist die Pfeife. Mensch, bin ich blind. Ich übersehe. Mit irgendwas anfangen? Nee. Himmelskörper. Zur Hölle soll ich denn dafür... Da ist doch... Da. Hier. Himmelskörper. Für den Greifen? Ich sehe nichts, was mal ansatzweise mit dem Greifen zu tun hat. Irgendwie mit der Feder was? Schlüssel. Hinter dem Stein? Nein. Mühle. Hier oben dran ziehen. Bären. Okay, jetzt verstehe ich die gerade nicht. Wo soll ich denn den Greif herbekommen? Ah! Zeichnung von einem Greif war gemeint. Jetzt habe ich vielleicht schon alle Kristalle, ja, das blöde Riesenvieh will uns nicht durchlassen und ich weiß wieder, wofür wir die römischen Zahlen brauchen. So.
Patsch. Patsch. Und Patsch. Minispiel. Ach so. Also das ist Feuer, also muss das rot sein. Was soll das hier sein? Wassertropfen? Mach mal blau. Das ist eine Sonne. Was ist das? Eine Tanne? Das ist... Violett und Mond finde ich jetzt nicht so passend. Krähenkopf und ovaler Kristall. Heißt im Endeffekt was? Im Vorlauf auf jeden Fall nochmal was machen. Ach, warte. Ovaler Kristall. Nee. Die Kette. Ah, die Kette, die blinkt. Schattenschlüssel. Was wäre das Einzige, was wir aus dem blöden Netzturnier geklaut haben? Aha, die Schatten müssen eine Form oder ein Bild, müssen eine Form oder ein Bild formen, aber was für ein. Das ist schon richtig. Ja, ein Wolf. Ah, Kristallkachel. Und die müssen bestimmt hier drauf. Da drauf. Und dann erwecken wir bestimmt irgendwie Olmo wieder zum Leben. Ja, hier Sensor. Nein! Ach, Alter. Ja, das war jetzt übelst schlecht. Das habe ich als kleines Kind gerne gemocht. So spielt hier mittlerweile, finde ich es ja einfach nur noch nervig. Nein! Es war doch da unten. Ja, da unten, dann da oben. Oh, jetzt fange ich schon falsch an. Jetzt bin ich eben unkonzentriert hier. Ja, ja. Da, 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 da und da. Gott, ist das langweilig. Ich hab's doch gesagt. Ach so. Silberschlüssel. Tschüssi, Olmo. Unglaublich. Olmo persönlich hat mit mir gesprochen. Was er sagt, klingt sehr beängstigend. Morgan muss aufgehalten werden, ganz gleich, was es kostet. Ja, ja, wir sind der Ritter der Menschheit. Wir haben es begriffen. Oh nein, drei Krienköpfe, ey. Schon wieder Bock drauf. Der nervt. Hier finden wir doch... nein, die Truhe war noch ein weiter vorne. Hier finden wir doch hoffentlich mal den letzten roten Kristall, genau. Klasse, noch ein Stück für das Amulett. Bam. Klasse, der rote Stein ist wieder ganz. So, okay. Das Amulett deutet in diese Richtung. Ja, ich weiß, hier bei dem Fluch soll ich das anwenden. Bam. Info. Setze das Bild des Tieres aus Fragmenten zusammen. Oh nein. Wie langweilig. Ach ey, die Aufgaben von dem Teil hier sind auch mal. Kann man das drehen? Hallo. Kann man.
Kann man das irgendwie drehen? Scheinbar nicht. Ja, komm hier, geh mal weg. Mal die Teile hier mal alle beiseite. Mache ich die sehen kann, was ich hier habe an Teilen. So, das dann. So, wie drehen können. Aber das kommen wir auf jeden Fall mal da unten hin. Müsste das hier ja hier oben hinkommen. Genau. Das dann hier oben. Das dann hier unten. Das weiß ich noch nicht. Das kommt hier hin. Okay, kann es auch nicht mehr bewegen. Das kommt dahin. Der Kopf kommt hier hin. Was ist das? Das kommt hier hin. Dann einmal hier die Seite, dann noch für da unten das Teil. Ah, und das kommt dann hier so hin. So, jetzt bitte nicht noch drei Bilder, sondern das bitte reichen lassen. Ah, und jetzt machen wir so einen Flammenstrahl, okay. Wow. Stephens Amulett hat mich gerettet oder so, stand da. Oh nee, ne? Meine Güte, was ist das denn? Was? Hat mein Widersacher einen neuen Fluch gelernt? Dafür brauche ich bestimmt den grünen Stein an meinem Amulett. Ey, du willst mich ja wohl verarschen, ey. Regenkopf. Der Umriss sieht aus wie Feuer. Ja, schön. Das Schwert könnte ich reparieren, aber ich brauche zuerst die fehlenden Stücke. Brauchen wir einen Termitenholzstab? Nein. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Sieht nicht danach aus. Jetzt haben wir hier noch einen Krähenkopf. Dann habe ich schon mal alle drei. Dafür brauchen wir Fleur de Lis. Jemand hat die Fleur de Lis ne? Bis da. Hä? Ach, jetzt ist der Spiegelverkehr. Oh mein Gott, wie schwer. Langsam werden sie auch unkreativ, ey, ganz ehrlich. Ach, und auf den Kopf gestellt ist auch noch 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ja und so weiter. Da hatte wohl wer keine Ideen mehr, als er hier das Spiel entwickelt hat. Nein, scheiße. Da habe ich jetzt ein bisschen zu verfrüht geklickt. So. Hätte mich jetzt aufgeregt, hätte ich von ganz von vorne nochmal anfangen müssen. So, die Hirschbrosche. Endlich dieses doofe Amulett aber voll haben. Achso, das haben wir. Das bringt ja dieser Fluch. Wir können uns jetzt. Da gehören anscheinend noch drei andere Schwerter hin. Was? Noch drei? Och, du bist mich ja wohl verarscht. Hä, wie schön, dass wir uns voll frei bewegen können, trotz Fluch. Hä? Oh, wieso muss ich das jetzt. Was bringt denn dieser dämliche Fluch? Ich kann mich ja trotzdem hier bewegen, wie ich will. Wimmelbild. Oder? Ja, Wimmelbild. Metallsäge. Da. Bürste. Bürste, wo bist du? Da. Schädel, für den müssen wir irgendwas machen. Fledermaus haben wir da. Mundharmonika haben wir da.
Können wir den irgendwie kitzeln? Nein. Vogel, Vogel, da ist der Vogel. Kompass. Ist hier. Ein Einhorn. Mal schon mal das Horn und da haben wir das Pferd. Da, bam. Elephant. Wollen wir denn den Elephant? Da haben wir den Elephant. Streitkolben. Endlich mal was Nützliches, was man hier suchen kann. Da. Sieht ja geil aus. Und drei Federn. Oh nee. Ich hasse Gegenstände, von denen man mehrere Sachen suchen muss. Ih, ein Auge. Was hat's mit den Fröschen auf sich? Die haben auch was zu bedeuten. Ballerina ist nackt. Die braucht noch ein Tütü. Ja. Da haben wir schon mal die erste Feder. Federn hasse ich ja ganz besonders, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Können wir der Puppe nicht ihr Röckchen ausziehen und das dann der Ballerina anziehen? Da ist übrigens die nächste Feder. Haben wir denn ein Röckchen für die Ballerina? Da haben wir übrigens den Schädel. Und noch eine Feder und ein Röckchen. Ich hätte schwören können, dass hier jetzt vorher eine Feder versteckt ist. Ach, da ist die letzte Feder. Guck mal, dann haben wir das auch. Jetzt auch das Röckchen. Wo ist denn hier ein Rock? Echt von der Puppe einfach den ausziehen und der Ballerina anziehen, aber... Wo haben wir denn hier einen Rock? Wo haben wir denn einen? Pro wegen der Puppe. Was passiert eigentlich, wenn ich hier ganz lange auf die falsche Stelle drücke? Oh, gar nichts. Wild herumklicken. Nein. Ah, okay. Eigentlich sollte das nur ein Spaß werden. Wo muss das hier hin? Bitte? Ach, das ist... Ach so, oh. Sah ja überhaupt nicht so aus, als wäre es das Röckchen von der gewesen. Eine Metallsäge. So, dann gehen wir direkt zurück, da ich weiß, wo man die anwenden muss. Hallo, du dummer Kackfluch. Nein, ach, klickt doch niemand da drauf. Ich will doch nur zurück. Dankeschön. Oh. Das ist meine Charakterin auch voll nervig. Jetzt mach das mal fest. Hier oben. Säg die mal durch. Ah, wundervolles Geräusch. Reliefkachel. Machen wir mal hier die Karte auf. Hier vorne. Da brauchen wir noch Kacheln. So, das muss jetzt richtig geordnet werden. So. So, hier. Na, und nochmal die Köpfe hier tauschen. Ein Dämon. So, brauchen wir jetzt einen Dämon, den brauchen wir auch hier. Ach, da haben wir noch so einen Teil. Zum Abschluss der Folge nochmal das hier. Das ist wieder in der billigsten Art und Weise, die es gibt. Was? Nein! Jetzt habe ich so schnell geklickt, jetzt hat er das gar nicht mehr wahrgenommen. Sag mal, was haben diese Entwickler eigentlich geraucht, dass sie das hier 30.000 Mal eingebracht haben?
Ehrlich, komme ich nicht drauf klar. Eine Schildkröte. Kriegen wir die Schildkrötenbrosche? Das ist genau zeitgleich mit dem Folgenende. Na komm, Timer geht. Wollte mein Timer nicht ausgehen. So, die nehmen wir nochmal eben. Und dann sage ich auch Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Mystery of the Ancients. Und bis dahin, macht's gut.